Bitte, 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 bitte! 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 Nein! Es sind so viele Fetzige hier, Mann! So, herzlich willkommen zu einer Folge Fall Guys. Und ja, das Game gab es kostenlos im Epic Store. Ich glaube, es ist immer noch kostenlos. Bin nicht sicher, wie lange das kostenlos ist. Wo muss ich hier genau durch? Ja, okay. Ja. Wer Fall Guys nicht kennt, ja. Fall Guys ist an sich einfach so ein Party-Game, kann man fast schon sagen, mit so ganz kleinen Spielchen. Und man muss dann halt einfach weiterkommen, so, um ja, das Ziel zu erreichen, beziehungsweise die nächste Runde zu gelangen. Meistens sind es Parcours wie der hier gerade, die man machen muss. Es gibt aber halt auch so Spiele wie Dings, wie Volleyball oder halt, wie kletter ich. Das Ziel ist halt einfach, die Aufgabe abzuschließen, die einem gestellt wird. Und es ist dann halt meistens irgendwie sowas wie, ja, erreiche das Ziel oder ähnliches. Die erste Runde ist eigentlich relativ free, würde ich sagen. Die schaffen die meisten auch, aber Betonung auf die meisten, also nicht immer. Und ja, es ist einfach so ein Minigame-Spiel, das halt rundenbasiert ist. Also es gibt, glaube ich, 3-4 Runden oder so im Durchschnitt. Und dann fliegen halt immer wieder so Leute raus, bis es am Ende dann ein Finale gibt. Und wer halt im Finale noch drin ist oder gewinnt, der hat einfach gewonnen, so. Also eigentlich ziemlich selbsterklärend, und es gibt halt ein paar Minigames, so, ich weiß jetzt nicht genau wie viele, aber ja, es gibt eben Sachen von Parcours bis zu Rätseln, also so kopftechnisches, sage ich jetzt mal, bis zu über so Sportarten wie Volleyball, Fußball und ähnliches, haben wir gerade gesehen jetzt. Prinzip ist recht logisch so, und es steht ja auch immer so ganz kurz, was man da eigentlich machen muss. Vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig so, wenn man mit all diesen Elementen noch nicht vertraut ist so. Aber eigentlich ist es ziemlich selbsterklärend so. Und wir starten ganz hinten. Nee, wir sind so eine Art Bohne oder sowas. Also ich glaube, die haben das sogar selbst mal Bohne genannt. Und die kann man halt auch personalisieren so. Ich habe jetzt nicht viel gespielt. Ich habe nur ein bisschen gespielt, deswegen sieht meines so, ja, standardmäßig aus. Und es gibt auch Skins für die Bohnen. Und ja, steuerungsmäßig kann man einfach laufen, Leute heben sogar. Und man kann so einen Hechtsprung machen wie den hier. Um dann halt eben zum Beispiel den Boost zu bekommen. Und ich verstehe nicht, wieso mein Männchen immer umfällt. Also. Und das Game belohnt einen, je nachdem halt, was es für ein Parcours ist. So, ja. Nach der Positionierung so. Also, wenn man der Erste ist, dann kriegt man halt so eine Medaille für den Ersten. Wenn man in den Top 20% ist, kriegt man einen in den Top 50. Ich war jetzt in den 50. Und ich glaube, es gibt einfach am Ende mehr XP oder ähnliches. Bin aber auch nicht sicher. Also, hier haben wir ein Game, das mag ich überhaupt nicht. Das ist so ein Game, da gibt es richtige Felder und falsche, und die kann man halt nicht auseinanderhalten. So. Also, kurz gesagt, man sieht nicht auf Anblick, was jetzt echt und was falsch ist. Eben, die fallen da alle durch. Und ja, ich mache es eigentlich immer so, dass ich einfach den Leuten folge und ich lasse die eigentlich für mich so vorausgehen, prinzipiell. Und dann versuchen wir noch irgendwas abzustauben, so wenn es geht. Man kann Leute auch festhalten, wie hier gerade. Und ja, es möchte eben halt keiner nach vorn. Okay, da ist einer durch, da ist einer durch! Da ist einer durch! Hilfe! Kann da bitte eine... Hilfe! Ich möchte dich als Erster. Hilfe! Springen! Okay. Das ist der Grund, warum ich das Spiel nicht gern habe. Und sind da gerade zwei vom Ziel runtergefallen. Ja, oder? Und ja, das ist der Grund, warum ich das Spiel da halt eben nicht gern habe. Weil wenn man halt ganz vorne ist und irgendwie reingeschüpft wird oder ähnliches, dann hat man halt öfters mal schnell verloren. Und das Spiel hier habe ich auch nicht gern. Aber das liegt eigentlich größtenteils an Craxy, weil der hält mich hier immer fest und dann falle ich halt runter wegen dem Teil da. Es ist relativ simpel. Ich weiß auch nicht, wie ich es da hinkriege, irgendwie jedes Mal zu failen, aber eigentlich liegt es ja an Craxy, wie gesagt. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass wenn jetzt hier nicht irgendwie eine Frucht auf mich fällt und ich jetzt nicht irgendwie festgehalten werde oder ähnliches, dass ich das eigentlich schaffen sollte. Weil das Problem ist halt, wenn dich das einmal... Nein. Okay, ich bin qualifiziert. Das Ding ist halt, wenn das Teil einen einmal mitnimmt, dann ist es bei mir meistens halt so, dass ich dann nicht mehr wieder rauskomme. Und dann nimmt es mich ein, zwei Runden mit und dann schießt es mich irgendwann mal raus. Oh nee, das sind auch so Games, die habe ich gar nicht gern. Das ist einfach ein Labyrinth. Und hier gibt es Türen, die sind echt und welche, die sind halt nicht echt. Und bei den nicht echten kommt man halt durch, bei den anderen halt nicht. Und das konnte ich mir so denken. Ich bin halt kein Fan von diesen Glücksspielen, so sagen wir es, wie es ist.
Die haben viel zu viel Vorsprung. Hilfe! Nein, da tippt schon einer rein! Eben. Ich hasse Spiele, das ist einfach Glück. Ich bin da jetzt einmal in eine falsche Tür reingelaufen und ja. Jetzt hat der Ninja gewonnen. Es gibt hier, glaube ich, auch so Daily Quests, kann man fast schon sagen. Also ich glaube, das sind Daily Quests oder so. Und eben, hier haben wir, glaube ich, die Medaillen und es gibt anscheinend jetzt XP oder was es auch ist. Es gibt hier auch so eine Art Battle Pass. Gibt halt den kostenlosen und den, ja, nicht kostenlosen, sage ich jetzt mal, obwohl das... Und es gibt halt auch ähnlich wie in Fortnite einfach auch so einen Skinshop, also... Ich muss schon sagen, der Skinshop erinnert mich sehr an Fortnite. Hier gibt es auch verschiedene Spielmodis und sowas, also... Ja, Truppenshow und sowas. Ich glaube, das ist einfach sowas wie Solo oder Duo Queue, bin aber nicht sicher. Ich habe bis jetzt halt einfach nur die normale Solo-Show gespielt, so, und ich werde das wahrscheinlich in dem Part auch so beibehalten. Und ich würde sagen, wir machen jetzt noch eine Runde und hoffen wir mal, dass wir das gewinnen. Wenn nicht, dann hätten wir die erste Runde gewonnen, wenn da kein Glücksspiel wäre, sagen wir es mal so. Und ja, bis gleich. Also, hier mal jetzt ein anderes Minigame. Wippen heißt es. Also, die Wippen. Das habe ich eigentlich noch gerne so. Also, das ist so ein Game. Ja, ist selbsterklärend. Das sind Wippen und da muss man einfach ins Ziel gehen. Ich erkläre das jetzt gar nicht. Es sind so viele Fettsäcke hier, Mann. Also, ich sag's so: Das Game ist nicht so competitive wie andere. Zumindest für mich nicht. Aber ich tilt in Vollgeist schneller als in anderen Spielen, ist mir aufgefallen. Und das einfach nur, weil das so provokant ist, wie die Charaktere alle rennen und mit den Geräuschen und ähnliches und weil die Leute in meinem Weg stehen. Das ist einfach mal nur so als Vorwarnung. Nein, immer wenn ich drauf... Och, Mann. Ich finde die Musik so geklaut fürs Battle. Ey, das ist jetzt aber nicht dein Ernst. Könnt ihr mal aufhören, die Wippes aus dem Gleichgewicht zu bringen? Es bin immer ich, der darunter leidet, mein Gott. Ey, komm jetzt. Das ist unmöglich? Nee, es ist möglich. Es ist möglich, wenn man nur Noskinator heißt. Das geht jetzt hier hin? Nein! Du dummer Spaß! Hat er mich festgehalten? Nein! Hat der mich da gerade festgehalten? Wir machen noch eine Runde, das ist mir scheißegal. Also, hier haben wir das Game jetzt vom letzten Finale. Einfach in übersichtlicher so. Also, man sieht's, es ist einfach viel besser für einen, weil da nicht irgendwie so ein halbes Rätsel ist. Und hier würde ich einfach empfehlen, ein bisschen weiter hinten zu laufen und einfach nicht der Erste zu sein. Hilfe, der ganze Bus ist hier! Den halten wir noch fest. Ja! Also, und hier haben wir dann jetzt ein Jagdgame. Haben wir, glaube ich, zum ersten Mal im Video so. Hier geht es einfach darum, dass es gewisse Objectives gibt. Also gewisse Sachen einfach, die man einsammeln muss, um Punkte zu bekommen. Und das sind jetzt halt hier diese hässlichen Sonnenblumen. Und ja, wir brauchen 15 davon. Nein! Ja. Also hier haben wir jetzt nochmal ein Jagdspiel. Das ist sowas wie heiße Kartoffel. Einfach nur, dass man am Ende die Kartoffel noch behalten sollte, so. Also, es haben jetzt einige Spieler hier so einen Schweif, andere nicht und man muss den halt jetzt einfach haben bis am Ende. So, den haben wir jetzt gerade. Wie viel? Der will ihn unbedingt wieder. Nein! Nein! Ich spring hier einfach ein bisschen rum. Outplayed. 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 11 Sekunden. Nein! Bitte, 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 nein! Okay, mit der Blamage würde ich sagen, war es das für das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Falls euch der Kanal gefällt, lasst gerne ein Abo da. Ansonsten macht's gut, bis dann. Ciao!